Jo, hallo, mein Name ist Levinator. Ich grüße euch zur, ich hoffe, ihr hört mich, zur 6. Folge von Varo, von dem Varo-Projekt hier. 6., 5., 6., 6. Und ja, gut. Ich muss meinen Ton wieder anmachen. Ich fahre mir jetzt Essen und Stuff kurz zusammen. Und in der nächsten Folge kämpfe ich dann gegen ein Team alleine, weil Katja gerade nicht kann und anderes, ja, der hat sich hochgesprengt. Jo, dementsprechend bin ich hier forever alone und so, ne. So, zack. Und den Zaubertisch, geil, den hat Katja auch mitgenommen, das heißt, ich bin am Arsch. Weil, also, ich kann jetzt gerade sozusagen gar nichts machen. Ich habe gedacht, ich kann in der Folge jetzt wenigstens noch ein bisschen mehr Stuff mitnehmen. Zack, so, zack. So, das heißt, ich packe hier noch einmal was drauf. Gucke in die Öfen. Da ist nur Holz. Holz brauche ich eigentlich nicht. Ja gut, den Verzauberungstisch, der hat Katja im Inventar. Das ist gut. Gut zu wissen. Ich gucke jetzt mal kurz hier auch nach Dingsy. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich könnte mal gucken, der Spawn ist da. Der Spawn müsste diese Richtung sein, vermute ich zumindest mal. Ja, dass die Savanne, in der schon welche gekämpft haben. Ich habe nicht genug Eisen, um mir noch ein Eiseneimer zu machen. Ich habe nur kaputte Eisenhose dabei. Hier ist noch Eisen in dem Ofen. Das heißt, ich guck mal auch, dass ich hier mein mir auch schnell einen Lava-Eimer von unten hole. Oder von oben, von unten, von unten. Ich muss runter. Ich muss noch einmal komplett runter. Die Mine ist ziemlich kacke eigentlich. Was kann ich wegschmeißen? Ich kann, ja, ich sollte vielleicht schnell noch gucken, dass ich mir Äpfel hole. Ja, habe ich 2 Gabels. Wäre ja gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich kämpfe jetzt alleine in der nächsten Folge. Ich hoffe, man hört jetzt alles. Ich muss mal kurz gucken, ob die Aufnahme überhaupt läuft. Ich hoffe einfach mal, wenn nicht, wäre ziemlich kacke. Doch, läuft alles. Jo, easy. Da haben wir richtig Luck und kriegen instant einen Apfel gedroppt. Da höre ich schon eine Kuh. Eine Kuh brauche ich eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe mein Equip. Und gut ist. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr weiter enchanten, weil Katja ist ja halt nicht da. Ich werde ihr jetzt hier eine Kiste aufstellen und werde das Lapis Lazuli wieder reinpacken. Ist ein bisschen mies für die anderen, weil die es jetzt nicht kriegen und die es eigentlich kriegen wollten. Aber ist halt so jetzt gerade. Ja. Wenn ich die Kiste jetzt aufstelle, habe ich eine Team-Kiste erstellt. Das weiß Katja bislang noch nicht. Ist ziemlich geil und ich könnte. Das wird sie dann sehen in dem Video. Das kann ich eher mitteilen. So die Kohle. Nee, Quatsch, die Kohle kann ich hier lassen. Ich packe einfach das Eisen rein. Ich mache mir auf jeden Fall noch ein Gap. Noch ein Gap, habe ich gesagt. Also ich wollte es. Ich würde Slabs Lazuli da noch reinpacken. Mein Bogen kann ich nicht mehr entscharren. Ist natürlich kacke. So. Ich habe vor allem nur 3 Pfeile, das heißt, ich könnte den Bogen auch hier lassen. Jo, die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendwie was droppt, ist glaube ich ziemlich hoch. Hatten wir zumindest letztes Mal das Gefühl, weil, jo, war halt so. Ich weiß nicht, wer hier, ach, hier hat sich glaube ich anderes hochgesteckt. Ich habe 4 Brote, ich kann mir noch ein weiteres machen, ich gehe mal hier durch die Gegend. Das ist nur ein Hühnchen, das ist ein Schaf. Da ist eine. Bin ich eigentlich komplett retarded? Da ist eine Kuh. Eine Kuh bringt Fleisch. Und wer braucht Essen noch? Also, ich brauche Essen, um an den Punkt zu kommen, wo wir kämpfen. Und ja. Ab da werdet ihr sehen können, wie ich sterbe. Weil die halt zu zweit sind und ich alleine. Und ja. So, dann packen wir hier das in den Ofen. So, zack. Ist hier das. Da ist eine Pilzsuppe, da ist so, ist da hinten irgendwas. Da ist eine Wüste. Ist die Savanne. Ich glaube, ich schreibe dir einfach die Koordinaten von mir, beziehungsweise die sollen hierher kommen, weil hier ist halt. Hier kann man kämpfen, sehe ich gerade. Also hier sind schon welche lang. Hier weiß ich, glaube ich, dass May und Eriko. Die sind, glaube ich, ein Team und die wohnen hier lang gejagt an genau dieser Stelle. Das weiß ich, weil ich die Folgen bei Eriko gesehen habe.
Und ja, so. 10 Minuten 12. Also ich würde mir jetzt gerne noch einen Lava-Eimer holen in der Folge. Das wäre ziemlich nice. Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil hier kein Lava war. Soweit ich mich erinnere, da ist noch ein Hühnchen. Ich hätte die Öfen und die Kohle mitnehmen sollen, aber egal. Bin ich halt komplett retard. Apropos, da war die Lava, davon wusste ich. Aber, weil ich, und jetzt weiß ich, von hier aus weiß ich auch, wo es zum Spawn geht. Da haben wir uns nämlich in der Nähe runtergebaut. Und ich werde mich dann auch mal einfach an irgendeiner Stelle ausloggen. Ich versuche mal hier zu gucken, ist hier vielleicht mit Glück nur Lava drunter irgendwo. So ein Lavasee, der hat ja nice, der hat meist ja nicht nur eine Lavaquelle. Boom. Da hinten ist ein Schwein. Super, Schweine bringen auch Fleisch. Ist da hinten noch ein Schwein? Oder habe ich mich da verguckt? Da habe ich mich verguckt. Hühnchen mitnehmen. Könnten wahrscheinlich jetzt auch noch Pfeile craften, aber bringt mir jetzt auch nicht so mega viel. Also ich will, wie gesagt, jetzt noch nicht weiter das Projekt länger rauszögern. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit kämpfen, deshalb kämpfe ich jetzt einfach gegen die beiden. In der nächsten Folge, jo, setz mal Plan und den setze ich um. Setz mal Plan und den setze ich um. Hört sich irgendwie geil an, finde ich. Aber ja, vielleicht finde ja nur ich das. So, und dann kann ich aber. Hier ist doch Wüste und. Ach so, man braucht Gunpowder zum Sprengen. Ich habe viel. Ah, nee, das reicht nicht für ein TNT oder sowas. Angel-PvP-Spieler bin ich eh nicht. So, da ist Essen, da ist das Fleisch drin und da ist noch mehr Fleisch, da ist noch mehr Fleisch. So, und damit würde ich mich jetzt mal, also kann mich ja nur weiter in Richtung Spawn begeben eigentlich. Also vom Prinzip her kann ich nichts mehr mitnehmen. Ich brauche nichts mehr. Und wenn ich es doch jetzt überleben sollte und die beiden killen sollte, woran ich jetzt eher weniger glaube, dann ja, wäre es nice. Trifft wahrscheinlich nicht einen allein schon, weil einer zusammen genauso gut war, beziehungsweise mich sogar gekillt hat. Immer mein PvP auf Timo, ja. So, aber ich mache mir jetzt ja einfach noch. Wir haben einfach noch zwei Eimer mit Lava, weil ich in letzter Zeit ziemlich krass zum Lavaspieler geworden bin. Das brauche ich nicht mehr. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Weil ich dank. Ich habe keine Enderperle. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Wenn ich jetzt. Es wird wahrscheinlich Nacht. Wenn wir dann aufnehmen wollen. Beziehungsweise wenn wir aufnehmen. Und dann wäre es ziemlich. Als ob. Ich könnte mich halt auch da hochstecken und die von da oben abschießen. Oder die probieren von da oben runter zu angeln. So, zack, Hühnchen gekillt. Ich habe jetzt wie viel Essen? Ja, komm, das Hühnchen nehmen wir nehmen einfach. Nee, das ist ein Hase. Das war der Hase. Da war der Lavasee. Den hatten die zugemacht. Ich weiß gar nicht. Und so, und dann würde ich jetzt nämlich. Hier weiter auch kurz ein bisschen Lava mitnehmen. Weil ich, wie gesagt. Nein. Hier haben sie gerade Dummheit gesehen. Dummheit lässt grüßen. Ne? Ich hab gerade. Nee, ich hatte nur den zweiten Lava-Eimer im Dingsi. Im Inf. So, das heißt. Jetzt noch ein Lava-Eimer hier. Das kann ich wegdroppen. Das brauche ich nicht mehr, dann kann ich hier kurz noch das Essen braten. Ich bin hier enchanted, ja gut. Ich wollte, ach fuck it, ich wollte das Lapis Lazuli da lassen. Ich lasse jetzt mal nicht da. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade in der Kiste hingelassen habe, ob ich überhaupt was hinterlassen habe in der Teamkiste. Lass ich mal das hier und keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Fight-Kontakt dann fürs ganze Team geht. Wenn ja, wäre echt lucky. So, weil dann könnte Katja theoretisch noch weiterspielen. Wäre für sie ziemlich optimal, glaube ich. So, und.
Ich muss dann hier rüber übers Wasser und da hinten wollen wir kämpfen. Das ist der Plan. Oder wir kämpfen halt hier in der Savanne. Bloß hier in der Savanne ist halt ziemlich. Die Fläche ist mir zu offen, dass ich dagegen die kämpfen würde. Und ich würde schon gerne. Naja, offene Fläche ist eigentlich Kacke für mich, weil ich alleine bin, wie gesagt. Und, so, zack, da habe ich mein Crafting Table einfach da reingesetzt. Fällt gar nicht auf. So. Können wir auch irgendwas in den Ofen packen? Nein, können wir nicht. Wir haben die. Ich muss die ja theoretisch nur einmal anballern und schon zählt es hoffentlich als Fallkotok. Und wenn nicht. Also, wäre ich halt ziemlich assi zwar, aber das wäre vom Prinzip her die Möglichkeit für mich noch zu überleben und, also ja, zu überleben. Weil sonst ist halt jetzt ziemlich schwer für mich zu überleben, diese Folge. Also beziehungsweise die nächste Folge. Ja. Und es wäre halt zwar ziemlich kacke für die. Aber es wäre ziemlich praktisch für mich. So, jetzt Nacht, das heißt jetzt spawnen Mobs, das heißt jetzt könnte ich mir eine Enderperle vielleicht holen. Oder auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal hier rüber. 3 Minuten 49 sollte ich noch schaffen. Aber ich will hier auch raus aus dem Sand. So, zack, dann fahre ich hier rüber. Und dann. Jo. Auch wenn man das alles glatt geht und ich jetzt gleich in der nächsten Folge kämpfen kann. Setze meinen Plan an. Und ja. Jetzt 202 Lava einmal, aber reicht. Reicht. Atmut. So, ich muss mein, ich sollte mein Inn vielleicht vorher mal sortieren. Oh, hier ist ein Creeper. Hier ist ein Creeper. Und ein Creeper bedeutet TNT. Dings, ich könnte ein TNT machen. Da hinten ist schwebt ein Crafting Table über Wasser. Ich glaube, das ist die offene Fläche, die er meinte. Da ist die offene Fläche. Wer hat sich denn darüber gebaut? Ich fahre mal einfach hier zu der offenen Fläche hin. Aber ich stelle mich mal. Ist das hier ein Spawn Trap gewesen oder was? Oh, ein Spinnenreiter, nice. Jetzt geht. Ich wette, die hämmern mir bald meine Rüstung im Kampf kaputt. So wie ich mich und meinen Luck kenne hier. Ah, hier spawnen richtig viele Mobs immer. Juckt mich ja eh nicht. In 2 Minuten und rund 2 Minuten werde ich ausgelockt. Ich weiß nicht, wo die sind. Es wäre auf jeden Fall ziemlich unklug, sich als Einzelspieler mitten auf der Fläche auszuloggen. Aber meine Vermutung ist groß, dass sie sich hier irgendwo ausgelockt haben, weil sonst würden hier nicht keine Experience rumliegen. Aber das mutmaße ich nur. Dem kann auch genau der gegenteilige Fall sein und die sind vollkommen woanders. So 1:11 Minute. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich stack mich vielleicht. Nein, hochstacken ist Kacke. Ja. Mich dann nur anhitten müssen und wissen, wo ich bin. Am besten gehe ich hier irgendwie in den Wald rein. Weil Wald ist schützend. Und ich als Einzelspieler brauche eher Schutz als den Weg frei haben für einen Kampf. 36 Sekunden. So. Ich habe, wie gesagt, keine Enderperle. Das heißt, wenn sie mich tatsächlich haben, dann bin ich so gut wie tot. Ich könnte jetzt vielleicht mal in der Folge noch mal insortieren hier auf das. Die Pfeile brauche ich eigentlich nicht sehen. Ich kann mir die Gapples hier hinpacken. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt nutzen werde, weil ja. Ich vergesse was auch gut und gerne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Danke. Ach so, danke fürs Zusehen und bis
zur nächsten Folge halt, wenn ich kämpfen werde. Cheerio.